Der Mensch ist von Gott gewollt. Er ist Person. Er ist Gott, Gottes Ebenbild. Er hat diese Imago Dei. Er darf entscheiden. Er muss denken. Er ist moralisch verantwortlich. Er ist nicht ein Büttel seiner Neuronen und er ist nicht ein Ergebnis seiner Gene, sondern er ist ein Geschöpf des heiligen Gottes, der ihn aber deswegen auch zur Verantwortung zieht. Und Paulus geht noch einen Schritt über Popper und Eccles hinaus, obwohl er 1900 Jahre früher schreibt, aber immerhin er ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und das waren Popper und Eccles trotz aller hervorragenden Ergebnisse, die sie erzielt haben, nicht. Paulus zeigt noch einen dritten Faktor auf. Er sagt, es ist das Gehirn und es ist das Ich, aber das Ich ist nicht neutral, das Ich ist nicht autonom beim Nichtchristen, sondern der Gott dieser Welt hat sein Denken verblendet. Er hat es nicht völlig erblinden lassen. Auch das Denken des Heiden kann noch vieles leisten, kann noch viele wichtige und richtige Erkenntnisse gewinnen, weil es immer noch ein Geschöpf Gottes ist, das da denkt. Aber, sagt Paulus, an der entscheidenden Stelle, für die wichtigste Wahrheit ist das Denken des Heiden blind, seit dem Sündenfall. Und deswegen ist es ganz normal, dass es Widerstand gegen das Evangelium geben muss. Und die wichtigste Folge dieser Erblindung, dieser Verblendung, Vers 4, ist, sagt Paulus, dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Da steht Futismos, dass ihnen der Lichtglanz, das helle, strahlende Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und liebe Brüder, schaut bitte genau hin, was bleibt den Verblendeten verborgen? Was schreibt Paulus hier? Er sagt nicht nur, es bleibt ihnen das Licht des Evangeliums des Christus verborgen. Das wäre schon schlimm genug. Aber er schreibt nicht nur das Licht des Evangeliums des Christus, sondern er schreibt der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Es ist so viel mehr, es ist so groß, dass es nicht nur Licht ist, sondern Lichtglanz. Und dass es nicht nur das Evangelium des Christus ist, sondern die Herrlichkeit des Evangeliums Christi. Und worin das Evangelium selbst besteht, das hatte ja Paulus im ersten Korintherbrief ausführlich beschrieben. Das Kreuz Christi, sein Sühnetod für uns. Die Tatsache, dass er die Strafe auf sich nahm, die wir nicht hätten tragen können und die uns in die Hölle geworfen hätte. Und seine machtvolle Auferstehung am dritten Tag, die das endgültige Siegel darauf war, er hat wirklich die Macht über den Tod und damit auch über die Sünde und über den Teufel. Und was der Teufel bewirkt durch seine Verblendung, und darum geht es Paulus hier in Vers 4, ist, dass diese Menschen, die sich dann dagegen wenden, die das ablehnen, die Herrlichkeit dieses Evangeliums nicht sehen, obwohl sie ihnen wie ein Lichtglanz erstrahlt. Versteht ihr, das ist das Drama. Das Drama ist nicht, dass wir ja so ein kompliziertes Evangelium haben und wie soll der Mensch des 21. Jahrhunderts das überhaupt noch verstehen? Es ist doch verständlich, dass die Menschen das nicht begreifen. Nein, sagt Paulus. Es ist der Lichtglanz der Herrlichkeit des Evangeliums. Leute, damit seid ihr unterwegs. Ihr seid mit der absoluten Premium-Botschaft der Weltgeschichte unterwegs. Aber es gibt diesen Verblindungsfaktor. Und das kann ganz unterschiedliche Varianten haben, diese Blindheit. Die einen bestreiten in ihrem Unglauben, dass die Kreuzigung stattgefunden hat. Die anderen akzeptieren, dass das die Kreuzigung stattgefunden hat, aber sie lehnen die Auferstehung ab. Und die Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und wieder andere bestreiten die Sühnewirkung des Kreuzes für unsere Schuld. Es muss da nicht um Zorn und Strafe gehen, sagen sie. So ist Gott nicht, so kann er nicht sein. Und dann kann es sogar passieren, dass jemand prinzipiell versteht, dass Jesus am Kreuz einen Sühnetod starb und dass es gute Argumente für die Auferstehung gibt und dass dagegen eigentlich nichts vorzubringen wäre. Und trotzdem treibt ihn dieses Wissen nicht in die Arme Jesu und zwingt ihn nicht auf die Knie. Sondern der Mensch nimmt das kühl zur Kenntnis. Aber es berührt ihn nicht in seinem Herzen. Er fleht nicht Jesus als seinen Retter an, wie es Newton oder Paulus getan haben und hoffentlich du auch. Warum? Warum geschieht das nicht, sagt Paulus? Weil durch die Verblendungstaktik des Teufels die Herrlichkeit des Christus nicht erkannt wird. Weil nicht gesehen wird, wie wunderbar Jesus ist. Wie liebevoll alles ist, was er am Kreuz für uns schenkte.
wie mächtig er ist für uns, wie sehr wir ihn brauchen. Oh, und wie froh wir darüber sein können, dass es ihn gibt und dass er das alles getan hat, wie wir eben so schön gesungen haben, sein Kleid für meins. Unfassbar. Am Ende, wisst ihr, es ist gleich, welche dieser Verblendungsstufen für den einen oder anderen Menschen zutrifft. Er wird den heiligen Gott so oder so verfehlen. Und das macht Paulus nochmal deutlich. Wer Christus verfehlt, verfehlt Gott. Das ist der letzte Satz von Vers 4. Welcher Gottes Ebenbild ist? Welcher Gottes Ebenbild ist? Jesus ist Gott und kein bisschen weniger.